Fünf Arten von YouTubern. Der nur Werbung macht. Jetzt nur etwas ganz Wichtiges. Ihr müsst mich jetzt abonnieren, meinen Zweitkanal abonnieren und mir auf TikTok, Instagram, Twitter und Facebook folgen. Auch müsst ihr meinen Merch kaufen, meine App herunterladen und im Stream für mich spenden. Bye. Der sich immer beschwert. Och Mann, wir sind nur ein Zuschauer. Ich habe keine neuen Abos und keiner hat diesen Stream geliked und niemand schreibt im Chat. Das ist so doof. Und dann hat niemand hier was in die Kommentare geschrieben. Das ist so, so was von doof. Mein bestes Video hat nur 230 Aufrufe. Das ist so schlecht. Der nur Glück hat. Oh cool, mein Video hat 84 Millionen Aufrufe. Und ich habe 22 Millionen Abonnenten. Das ist ja mal nice. Und es hat sogar 3,6 Millionen Likes. Das ist ja mal mega cool. Oh mein Gott, ich wurde von Lukas geratet. Ich bin bei 6.900 Abos. Oh mein Gott, vielen, vielen Dank. Der von YouTube keine Ahnung hat. So, ich hatte mir mal so einen YouTube-Kanal erstellt und der hat jetzt so komische 31 Abonnenten. Keine Ahnung, was das ist. Mal schauen. 3 Aufrufe. Was sind denn Aufrufe? Komisch, da ist so ein Daumen hoch drauf. Nee, ich glaube, der ist nicht gut. Ich gebe meinen Daumen runter. Monetarisierung hört sich interessant an. Ich verdiene wohl täglich damit dann so 10 Millionen Euro. Das wäre schon mal nice. Der sich für einen Pro hält. Ich bin eindeutig der beste YouTuber auf der Welt, weil ich 31 Abonnenten habe. Mein Video hat 3 Aufrufe. Wow! Mit einem Like bin ich schon richtig gut dran. Ich bin hier echt der Beste. Ich bin der Pro. Meine Kanalinfo hat 1900 Aufrufe. Das kann niemand toppen. Eine Wiedergabezeit? 28 Stunden habe ich schon. Nicht mehr lang, dann habe ich 4000. Super nice. Ja, dann bedanke ich mich fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen, diese 5 Arten von YouTubern. Und, oh nein, der Greenscreen brennt. Ciao und bis bald.